Topaz hat seiner neuen Anwendung Photo AI ein weiteres Update spendiert. Es fügt dem Autopiloten eine wichtige manuelle Korrekturfunktion hinzu, die wir uns jetzt genauer ansehen werden. Hallo zusammen, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Ich bin Klaus. Wir schauen uns heute zusammen die neue Version von Topaz Photo AI an. Die meisten Features dieser neuen Version beginnen mit dem Wort Fixed, sind also Fehlerbehebungen, die ich jetzt nicht besonders aufzählen möchte. Das gleiche gilt für die Unterstützung neuer Kameras und Objektive. Eine komplette Liste aller unterstützten Formate könnt ihr über den Link in der Videobeschreibung einsehen. Viel interessanter sind diese Neuigkeiten. Erstens, die Standardvergrößerung für kleine Bilder ist jetzt nicht mehr 100%, sondern FIT, also das ganze Bild. Was Topaz allerdings unter Small Images versteht, konnte ich noch nicht herausfinden. Die Arbeitsspeicherauslastung wurde reduziert. Das ist der zweite Punkt, besonders bei Stapelverarbeitung. Drittens, die wichtigste Neuerung ist die von mir und Kollegen dringend geforderte Möglichkeit, automatisch erstellte Masken zu korrigieren. Bisher gab es dafür nur die beiden Schieberegler Softness und Stärke. Jetzt haben wir einen AI-Korrekturpinsel zur Verfügung. Wenn Topaz nicht ausdrücklich auf diesen neuen AI-Korrekturpinsel hingewiesen hätte, wäre es kaum aufgefallen. Ich habe in letzter Zeit den Button Refine gar nicht mehr angeklickt, weil ich gemerkt hatte, dass ich ohnehin nicht viel an der automatisch erkannten Subjektmaske ändern konnte. Jetzt schon. Was mich an dieser Anwendung vom ersten Tag an begeisterte, war, außer ihrer Treffsicherheit, die Einfachheit der Bedienung. Man benötigt keine lange Einarbeitungszeit. Es gibt auch überhaupt kein Handbuch. Alles scheint wie von Geisterhand per Autopilot erledigt zu werden. Scheint. Trotzdem haben immer noch wir den Steuerknüppel in der Hand und können eingreifen und den Autopiloten übergehen. Sehen wir uns das mal in der Praxis etwas genauer an. Die Topaz Photo AI Oberfläche können wir als Standalone-Anwendung starten. Das ist das, was ich jetzt hier gemacht habe. Oder wir können aus Photoshop oder aus Lightroom heraus die Anwendung als Plugin starten. In der Standalone-Anwendung können wir entweder aus dem Finder oder Explorer Bilder hier auf die Oberfläche ziehen oder ich klicke auf Browse Images. Vorher interessiert uns allerdings noch, was macht denn der Autopilot, der berühmte, von Photo AI eigentlich, wenn man ihn machen lässt, was er machen möchte. Wir können alle vier Bereiche beeinflussen. Die Objekterkennung, die hier Subjekterkennung genannt wird, entweder auf Standard oder Portrait oder Landscape oder gar keine Objekterkennung. Ich lasse es in der Regel auf Standard, weil ich verschiedene Fotos nacheinander reinladen werde. Es muss ja nicht nur eins sein, wir können ohne weiteres einen Stapel von 10 oder 100 Aufnahmen wählen, die im Batch-Verfahren dann bearbeitet werden. Ich lasse es also auf Standard. Die Schärfung. Wo soll geschärft werden? Gar nichts? Oder bei erkannter hoher Unschärfe oder bei mittlerer Unschärfe oder Low? Was eigentlich Blödsinn ist, denn wenn wenig Unschärfe erkannt wurde, dann sollte man nicht unbedingt hier nachschärfen. Dann Enable Face Detection. Die Gesichtserkennung. Aus oder ein? Und dann das Auto-Upscaling, die Vergrößerung. Die können wir entweder ganz ausschalten oder einen festen Vergrößerungsfaktor festlegen. Die Standardeinstellung ist Enhance Small Images. Verbessere oder vergrößere kleine Bilder. Wobei, wie gesagt, ich noch nicht herausgefunden habe, was kleine Bilder sind bei Topaz Photo AI. Ich habe ein Bild mal auf eine Kantengröße von nur 500 Pixel die längere Seite verkleinert. Habe es reingeladen und es ist natürlich vergrößert worden. Aber ab welchem Faktor diese Automatik greift, das weiß ich nicht. Hier steht
Autopilot wird kleine Bilder erhöhen um einen Faktor von 1,5 bis 4 Mal, allerdings bis zu einem Maximum von 12 Megapixel mit verbesserter Auflösung. Ich klicke auf Using Default Settings, also die Standardeinstellungen, und die lassen wir mal. Ich klicke auf Browse Images und suche mir das erste Foto raus, ein DNG. Hier rechts oben können wir jetzt sehen, was passiert bzw. passiert ist. Es ist ein Objekt erkannt worden. Hier rechts oben sehen wir an diesen roten Masken-Overlays, was erkannt wurde, und wir können das als erstes gleich mal verbessern. Ich hatte die Standardeinstellung vorhin in den Programmeinstellungen gelassen, aber eigentlich handelt es sich um ein Porträt. Wir sehen, hier ist der ganze Tisch mit erfasst worden und hier ebenso ein Teil des Tisches. Ich klicke mal auf Porträt und wir sehen, hier ist nur noch der scharf abgebildete Teil des Tisches und hier gar nicht mehr. Jetzt möchte ich allerdings da etwas dran verbessern. Ich sehe, mir fehlt die Hand. Hier kommt jetzt das ins Spiel, was wir mit der neuen Version 1.06 von Photo AI spendiert bekamen, nämlich die AI Brush, die Pinselmaskierung KI gestützt. Bis jetzt ist es noch ein bisschen grob. Lasse ich die Maustaste los, wird das automatisch maskiert und mit einer weichen Kante versehen. So, mir fehlt noch der kleine Finger. Ich gehe auch, ich hätte die Uhr auch gerne noch dabei. Und dort, wo helle Kanten und helle Stellen sind, da haben wir noch etwas Verbesserungsbedarf. Nein, das war zu viel, was ich da getan habe. Wir lassen das mal so, wie es ist. Ich beame mich mal hier rüber und sehe, da ist noch eine Kleinigkeit. Ich klicke hier drauf und das Ding ist weg. Jetzt hätte ich aber gerne meinen Stamperl, mein Schnapsglas auch noch dabei. Ist schon geschehen. Und habe ich hier oben jetzt drauf geklickt? Nein, das ist nur temporär. So, das kann bleiben. Diese Sache muss nicht unbedingt sein. So, weg ist sie. Wie sieht es bei dem Kollegen aus? Die Sache mit dem Tisch ist gut verbessert worden, allerdings diese Wassermelone gehört nicht zur Person. Ihr seht, mit wenigen Klicks lässt sich hier viel erreichen. So, weg, weg. Und vielleicht noch dieser Holzteil der Stuhllehne. Ansonsten, ja, gut erkannt, inklusive Schnapsglas. Wir klicken auf Dann und sehen uns die ganze Angelegenheit im Vorher-Nachher-Vergleich an. Ich gehe mal auf Mein Gesicht und klicke auf Vorher. Schaut mal auf meine Brille und den Brillenrand. Jetzt kommt Nachher, die Verbesserung. Ich gehe mal in die Split-Ansicht und ziehe den Strich nach rüber. Jetzt haben wir es vorher. Da sehen wir ganz deutlich, das Gesicht ist nicht scharf abgebildet. Es handelt sich im Übrigen um einen sogenannten Handy-Knipser, also eine zwar RAW-Aufnahme, aber doch aus einem Mobiltelefon. Ich klicke auf Save Image. Wir sehen hier, es ist ein DNG, das nach bisheriger Einstellung auf TIFF gespeichert wird. Die Originalauflösung, die erhöhte Auflösung, ehemals 6,5 Megabyte, jetzt um die 19,5. Speichern im Originalfolder oder einem gewählten. Ich wähle das Original und hätte das gerne jetzt, aber wir können es als JPEG, PNG und TIFF, wie es bis jetzt eingestellt war, ich hätte es gerne wieder als DNG. Da das DNG 55,7 MB im Durchschnitt hätte, entscheide ich mich doch lieber dafür, es als TIFF abzuspeichern und ich klicke auf Save. Jetzt wird das Bild erst gerendert, das heißt verarbeitet und danach gespeichert.
Ich schließe das Bild und suche mir ein weiteres heraus. Wir nehmen dieses eine RAW-Makroaufnahme. Ich gehe gleich mal auf den kritischen Ausschnitt. Wir sehen, es ist bereits alles erkannt worden und wir sehen hier links unten in der Fußzeile den Fortschritt der Arbeit. Preview updated, Vorschau aktualisiert. So haben wir sie und so sah sie vorher aus. Was mich jetzt dabei stört ist, wir haben hier eine Biene im Schärfebereich und eine im Bokeh, im Unschärfebereich. Jetzt versucht Photo AI diese Biene da hinten auch noch zu schärfen. Und das möchte ich eben nicht. Was mache ich? Ich schaue mir an, Objekt erkannt und klicke wieder auf Refine. Ich lasse es auf der Standardeinstellung, nehme wieder den KI-Pinsel, nicht hinzufügen, sondern entfernen. Ich möchte jetzt bitteschön diese Unscharfbiene, die auch nicht unbedingt schärfen muss, weghaben. Das gehört, glaube ich, zur Blüte. Jetzt habe ich hier unten noch einen Teil und das Füßle auch noch. Damit müsste es eigentlich gut sein. Bei der scharfen Biene stimmt soweit alles. Wir klicken wieder auf Done und warten einen Moment, bis die Vorschau wieder richtig hergestellt wurde. Vorschau ist aktualisiert. Ich klicke jetzt auf Vorher und auf Nachher und wir sehen, die einzige Veränderung findet hier oben statt. Die Biene unten dran ist nicht verändert worden. Wir sehen uns das nochmal vorher an und nachher, nochmal vorher und mal nachher. Die Hintergrundbiene ist unscharf im Hintergrund geblieben und die Scharfe ist hervorgehoben. Ich speichere das Bild und bleibe bei den gleichen Einstellungen. Und das war's auch schon. Wir schließen das Fenster und die Anwendung. Topaz war nach der Vorstellung der neuen App Photo AI also schon recht rege. Mit insgesamt 6 Updates in nur 4 Wochen, von denen die meisten unter dem Radar liefen. Außer diesem letzten Update der Version 1.0.6. Insgesamt gesehen können die Entwickler von Topaz Labs also weiterhin auf ihren Spitzenplatz auf dem Markt bauen. Mir ist keine andere Anwendung bekannt, die diese hervorragenden Ergebnisse produziert. Eins meiner nächsten Videos wird vom DxO Photolab 6 berichten, das ganz nah an die Topaz-Qualität herankommt. Ist aber auch schwer vergleichbar, weil DxO Photolab ist eine komplette Bildbearbeitungssoftware, deren Module Entrauschen, Schärfen und Upscale nur einen Teilbereich darstellen. Dafür ist DxO Photolab 6 der beste RAW-Converter, der mir bekannt ist. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.